In ganz Europa glaubten die Menschen im 7. Jahrhundert noch an Naturgeister. Ganz Europa? Nein. Auf der Insel Irland am äußersten Rand des Kontinents folgten bereits viele Menschen einem ganz anderen Glauben. Es war der Glaube an Jesus Christus. Einem dieser Männer haben wir es zu verdanken, dass auch wir heute Jesus Christus kennen. Aber immer langsam. Alles begann in einem kleinen Kloster in Irland. Irland wird auch die Grüne Insel genannt, weil es dort so viel regnet und es folglich so viele grüne Wiesen gibt. Auf den Wiesen grasen Schafe. Viele Schafe. Das Kloster bestand aus einer Kirche und igloartigen Steinbauten, in denen die Mönche wohnten. In einem solchen Kloster lebte ein Mann namens Kilian. Er hatte keine Freundin, weil er hässlich war? Nee, er hatte sich für den Weg mit Gott entschieden. Daher war er auch nicht wirklich einsam. Einsamkeit ist genau das Stichwort. Kilian beschloss eines Tages, einem ganz speziellen Ruf Gottes zu folgen. Wie manche andere Glaubensgenossen, zu dieser Zeit war er zu der Ansicht gelangt, dass er Gott noch näher kommen könne, wenn er seine Heimat Irland verließe und in die Fremde zöge. Er begab sich auf die sogenannte Peregrinatio. Wörtlich übersetzt bedeutet dieses lateinische Wort so viel wie Wanderung. Diese Form der freiwilligen Heimatlosigkeit war unter den damaligen irischen Mönchen eine beliebte Praxis. Einige etwa ließen sich auf entlegene Inseln nieder. In der Fremde und Einsamkeit widmeten sie sich ganz der Meditation und dem Gebet. Kilian machte sich nun also mit einigen Gefährten, die auch Mönche waren, auf den Weg. In einem Boot, das wahrscheinlich nicht besonders seetauglich war, setzten sie auf das europäische Festland über. Sie landeten in Germanien, das heute Deutschland heißt. Germanien war ein ungemütliches Land. Wege, geschweige denn Straßen, gab es damals so gut wie gar keine. Auf ihrer Suche nach einem geeigneten Ort für ein neues Kloster mussten sich die Mönche durch tiefen Urwald hindurchkämpfen. Wilde Tiere und Räuber machten die Reise zu einem gefährlichen Unternehmen. Zudem konnten die Mönche die Sprache der ortsansässigen Menschen nicht verstehen und sprechen. Am Ende aber gelangten Kilian und seine Gefährten an einen Ort, der ihnen gefiel. Würziburg, das heutige Würzburg, am Main gelegen zwischen bewaldeten Bergen, machte einen angenehmen Eindruck auf sie. Und auch die dort lebenden Menschen erschienen ihnen freundlich. Mit ihrem Vorhaben, ein christliches Kloster zu gründen, wandten sie sich an den dort residierenden fränkischen Herzog. Er hieß Gosbert und er erlaubte ihnen, dort zu wohnen. Ja, er interessierte sich sogar sehr für sie. Er wollte mehr über ihren Glauben erfahren, von dem er bereits etwas wusste, aber noch nicht sehr viel. Die Sache schien gut zu laufen. Nur in einem Punkt gab es Probleme. Gosbert war mit Gailana verheiratet, der Frau seines verstorbenen Bruders. Aus heutiger Sicht wäre das kein Problem, doch für die frommen Mönche stellte es einen Verstoß gegen Gottes Gebote dar. Sie rieten Gosbert, seine Frau zu verlassen. Als Gosbert nun einmal für längere Zeit weg musste, um an einem Kampf teilzunehmen, sann Gailana auf Rache. Sie befahl ihren Knechten, Kilian und seine beiden Gefährten, Colonat und Totnan, umzubringen. Das böse Werk wurde ausgeführt und ihre Gebeine verscharrte man in einem Pferdestall. Heute steht an dieser Stelle das Neumünster mit der Kiliansgruft. Jedes Jahr werden die Schädel der drei irischen Mönche in einer feierlichen Prozession zur Kiliani-Wallfahrt über die alte Mainbrücke getragen. Und wenn sie nicht missioniert hätten, wären wir heute keine Christen.